Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar haben wir heute den Treffler TG615 von NicoDu55. Es ist erhältlich für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Informationen: Wir haben ein Gewicht von 6,6 Tonnen, er benötigt Leistung 200 PS. Eine Arbeitsbreite von 6,20 Meter, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h und wir haben die Reifen TK800 und T/T404. 49.500 Euro Standard in der Anschaffung. Dann haben wir die Basiskosten mit 990 Euro pro Arbeitstag, 495 pro Arbeitsstunde, 1039 und 2524 im Leasing. Wir haben zwei Config-Blöcke, die Reifenhersteller Trelleborg, Fredestein, das war's. Wir haben Trelleborg Standard oder Standard 2. Und wir haben Fredestein Standard und Standard 2. Ist unter Geräte grober zu finden. Ich habe hier schon was vorbereitet, da steht er. Und zwar die elektrische Verbindung steht, Druckluftschläuche sind da. Hydraulikanschlüsse sind auch da, wo sie hingehören, und wir haben die Anhängerkupplung über Unterlenker. Ansonsten, das Modell sieht schön aus, auch texturmäßig. Auch die Oberzinken sehen gut aus. Hier steht nochmal Treffler Maschinenbau. Wir haben in der Front haben wir Warntafeln, in der Heckpartie natürlich auch zwei Warntafeln mit Lichteinrichtung. Ich würde sagen, wir schauen uns einmal das Licht an, klappen den Burschen aus und gucken wir mal, ob das so stimmt mit seinen 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Und zwar, der Blinker links funktioniert, der Blinker rechts funktioniert. Wir haben Bremslicht, was funktioniert, Rückfahrlicht haben wir natürlich nicht. Auf der Taste X können wir den klappen. Natürlich auch mit Sound. Passt. Und zwar senken wir den auf V einfach ab. Und fahren mal. Ja, an den Walzen, Andruckwalzen sieht man auch schon die Textur. Dass Erde da hochgewirbelt wird. Hier an den Zinken wird sie auch hochgewirbelt. Also wie sich das gehört. Aber 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit passt so rum. Also das funktioniert alles. Das ist schon eine Gruppe. Schafft man noch ein bisschen was mit flächenmäßig. Das passt und kann so bleiben. Ansonsten gibt es zudem nicht viel zu sagen. Wir können einmal in die Lok schauen. Moment, da sieht man das besser. Die Lok ist fehlerfrei. Also könnt ihr euch ruhig runterladen. Den Link natürlich wie immer in der Beschreibung unten, wo ihr den findet oder runterladen könnt. Aber ansonsten haben wir nichts mehr. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und vielleicht schaffen wir ja heute die 670 Abonnenten. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das klappen würde. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.